Ja, dass manche Kleinträger vor allem bis heute noch keinen Förderbescheid für das Jahr 2020 bekommen haben. Und dass das natürlich für kleinere Träger ein viel größeres Problem ist als für die ganz großen. Und das ist auch etwas, wo ich denke, das können wir auch ändern von städtischer Seite, damit da einfach mehr Sicherheit für die laufende Arbeit da ist. Aus meiner Sicht ist das wichtigste Thema für den sozialen Zusammenhalt bezahlbares Wohnen in unserer Stadt. Wir sind mittlerweile die teuerste Großstadt in ganz Deutschland, haben sogar München überholt. Und deswegen ist das das Thema, was mir am wichtigsten ist. Eine Stabsstelle beim Oberbürgermeister, eine bessere Organisation dieses ganzen Themas. Den Vorsitz im Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der muss beim Oberbürgermeister bei diesem wichtigen Thema liegen. Und da müssen wir die großen Wohnungsbauprojekte, die wir vorhaben, wirklich so monitoren und voranbringen, dass sie schneller realisiert werden, weil normale Leute und Leute mit geringen Einkommen oder mit besonderen Schwierigkeiten kaum eine Wohnung in Stuttgart finden, und das müssen wir dringend ändern. Ja, zunächst mal, dass man die vielen kleinen freien Träger auch überhaupt wahrnimmt als wichtigen Partner. Der Paritätische ist schon mal ein guter Schritt, weil er ja diese Interessen bündelt. Und es ist mir auch an einem der Tische begegnet, dass häufig die anderen sehr großen Träger stärker im Fokus sind als diese vielen kleinen. Und ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt, dass stärker wahrzunehmen als bisher, diese wichtige Arbeit der kleinen Träger, und dann auch das Gespräch suchen. Es wird nicht immer einfach sein, weil viele kleine freien Träger ja auch bedeutet eine Vielfalt der Haltungen und Meinungen. Aber ich glaube, dass der erste Schritt der wichtigste ist, diese Gruppe, die wichtig ist für unsere Stadt, überhaupt wahrzunehmen und ernst zu nehmen.